So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in der wir ganz, ganz viel Stein brennen werden, bis die Öfen qualmen. Okay, einmal Kartoffeln war noch nicht fertig. Ey, guck mal hier. Ja, hier ist alles Schotter. Okay, das heißt, das ist also hier wirklich so eine richtige Schicht an Schotter. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier alles Schotter ist. Lol. Ja gut, dann ist es halt so. Okay. Steine. Wir brauchen ganz viele Steine. Ja, da mache ich wieder die Tiere Selbstmord. Wie viele Steine haben wir denn überhaupt? Gar keine. Gut, also alles hier leer machen. Wir brauchen ganz viele Steine. Wir sollten am besten mal anfangen, direkt mal weitere Kisten zu bauen, ja? Damit wir mal langsam anfangen können zu sortieren. Auch wenn ich das eigentlich erst machen wollte. Nee, genau. Ich baue erstmal nur eine weitere Doppelkiste. Weil eben zu sortieren lohnt sich erst, wenn die Kisten an ihrem Zielort sind. Also in dem Haus denn. Ne? Von daher klatsche ich einfach erstmal noch eine zweite Kiste hin und das reicht dann aus. Ich versuche hier nur so ein bisschen zu sortieren, heißt also alles, was so Abbaustoff ist, das alles hier, das kommt in die linke Kiste. So, alles, was groß ist, also alles, was quasi halt blockmäßig ist, kommt hier rein. Und hier kommt alles andere rein. Sollte soweit Sinn machen. So, wir brauchen 1, 2, 3 Spitzäxte, sieht gut aus. Und dann, let's go. Was? Oh, wir brauchen auch eine Nahrung. Nahrung. Alter, was macht dieser Fisch hier? Ich bringe Nahrung. Was haben wir denn an Nahrung? Wir haben ganz viele rote Äpfel, einen gelben Apfel, einen goldenen Apfel, ein. Ah, nee, ist nicht Enchanted Golden Apfel. Ja, es ist ein gelben Apfel und goldener Apfel. Klar, das ist ein goldener Apfel. Hungerpunkte plus 4, Sättigungspunkte plus 0,6. Okay, nice. Nehmen wir ein paar Beeren mit, davon haben wir ganz viele. Und so richtig sonst was draus machen können wir scheinbar auch nicht. Ja, let's go. Also ich könnte doch mal wieder unser Feld bestellen, ne? Wenn wir jetzt wieder auf längere Tour gehen, dann wäre ja unser Feld komplett unnütz in der Zeit. Das heißt, ich pflanze hier die ganze Kacke gleich mal wieder ein. So. Perfekt. Ich hätte mal ein paar Fackeln mitbringen können, ne? By the way, wird gerade draußen dunkel. Ja. Okay, gehen wir direkt wieder nach Hause und dann nehmen wir nächstes Mal direkt. Ach komm. Können auch gleich mal hier mal ein paar Sachen mitnehmen. So, und ab nach Hause. Da ist schon wieder ein Zombie-Man. Schon wieder alle. Doch schon wieder Kugelchen.
Überall diese Kugelchen, Alter. Ist ja eine Seuche. Ah, Skelett, bleib mal schön weg da hinten. Ah, alles verpisst. Ah, da kommt er. Ah. Oh, bist leider gestorben. So, Fackel wollte man mitnehmen. Da. Ja, jetzt habe ich mal diesen Cinematic-Modus eingeschalten. Damit ich hier nicht immer so rumwirbel. Die Maus ist irgendwie extrem empfindlich, was das Rumwirbeln angeht. Die zwiebelt so schnell rum, dass selbst ich den Überblick verliere, wo ich eigentlich gerade bin. Deswegen mit diesem Cinematic-Modus sollte das etwas besser laufen. So, kann alles weg hier, alles weg, alles weg, alles weg. Wir brauchen Fackeln, dankeschön. Das Wasser, da könnte ich auch mal zumachen, ne? Das geht mir auch ein bisschen hart auf den Kopf. Ach, bleibt jetzt einfach. Die Frage ist, wie viele Steine werden wir brauchen? Also wir haben ja, unser Haus hat eine Grundfläche von 3x2 Feldern mit jeweils 36 Steinen. Das heißt, wir haben letztendlich 6x36 Steine. So, und dann haben wir auch noch die Umrandung. Warte mal ganz kurz. Also wir haben 6x6 Felder. Also wir haben 6 Felder mit jeweils 6x6 Steinen, so. So, und dann haben wir auch noch Plus, und jetzt muss ich mal überlegen. Warum zählt mir die ganzen Vorschläge da an, obwohl ich hier gerade rechne? Whatever. Für die Fenster. Da brauchen wir 5x6. Damit wir die Fenster, also die unter den Fenstern direkt, kommt ja auch nochmal eine Steinreihe hin, wo wir diese brauchen. Das heißt, wir brauchen, ja, ich sag mal 300 Steine. So, dann wären wir abgedeckt. Da fehlen also noch eine ganze Menge. Oh mein Gott. Und das hier ist sowieso kein Stein, das ist dieses komische andere Kacke-Dings. Oder? Ja, genau. Das gerade schon ist hier einfach nur wegen irgendwie egal. Ja, das heißt, wir müssen die Richtung weiterbauen. Sehr geil. Vielleicht sollten wir doch mal gucken, dass wir uns hier Eisenwerkzeuge bauen. Und mit Steinwerkzeugen wird es halt hier ewig dauern, bis wir hier vorankommen. Oder? Täuscht es gerade mal. Ja, gucken. Ich sollte erst die obere Hälfte mal abbauen, ne? Nicht erst die untere. Also noch umbauen ist natürlich relativ blöd. Naja. Was willst du machen? Hier wieder ein paar Fackeln aufstellen. Ja. So. So.
So kann man das schon gleich viel besser abbauen. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir jetzt sogar auf eine Höhle. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, so hoch wie wir sind. Wir sind jetzt sogar über dem Wasser. Also Spiegel. Meeresspiegel, genau. Von da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass wir hier auf einer guten Höhle kommen. Aber möglich ist es natürlich trotzdem. Ja, jetzt habe ich hier schon mal Kupfer. So, das Schöne ist, solange wie es nur hier nur 2 hoch ist, sollten die auch keine Monster spawnen, ne? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ich kann hier immer so. Hier. Da eine Fackel, da eine Fackel. Oh, die sind ja die Fackel schon mal gesetzt. Easy. Eigentlich kann ich hier auch gleich die komplette Flucht bauen. So ungefähr. Mach das auch direkt mal. Ah, hier ist ja schon wieder die Eurite. Kack die Wand an. Gut, da baue ich da nicht weiter. Da baue ich in die Richtung weiter. Wobei, das geht nicht. Da kommt der Fluss. Das Meer. Oder? Nee. Ja, also da ganz weit hinten. Du willst in die Höhle rennen, oder was? Meine Höhle. Aber da kommt auch auf jeden Fall den Zuckersand und so ein Scheiß. Ja, genau. Bringt das also auch nicht allzu viel. Ist ja dämlich. Na gut, baut das hier noch ab, was hier noch ist, und dann war es das hier mit dem Gestein. Aber guck mal, das Diorite endet hier auch schon. Das heißt, wir können hier weiter in die Richtung bauen. Okay. Vielleicht ist die Höhle hier doch noch nicht so vergebens, was Steinabbau angeht. Perfekt. Naja, perfekt. Das sieht ja alles aus. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal 180 Stein. Ne, 200 Stein gerade mal. So grob. Ne, 220, 200. Wir müssen das noch ein bisschen abbauen. Wird hier eine richtige. Ups, das war zu weit links. Egal. Wird hier so eine richtige Steinabbaufolge. Oh, und die kommt schon satt. Wobei, hier ist auch ein Berg. Ist der nicht ein Berg? Doch, hier ist ein Berg. Dann scheint da einfach nur so ein bisschen Sand, also ein bisschen Dreck im Gestein zu sein. Ja, dann lasse ich hier erstmal wollen. Oh, dann doch, wir haben ein Schipper dabei. Ja, cool. Kann ich aber gucken, ob hier irgendwas hinter ist. Nicht wirklich. So. Ah, die Spitzhacken hat sogar gereicht. Sehr schön. Sollte man jetzt definitiv 300 Steine zusammenbekommen. Dann passt das ja auch.
Wie viel haben wir? Genug. Würde ich mit meinem fachmännischen Wissen jetzt mal behaupten. Ah, guck mal, jetzt ist sie wieder gewachsen. Komplett. Fertig gewachsen. Sehr schön, siehst du, hat sich doch gelohnt, die Sachen da direkt anzupflanzen. Leider haben wir halt keine Karotten. Das finde ich halt ein bisschen schade. Okay, die Kartoffeln sind auch noch nicht komplett gewachsen. Schade. Oh, und zwei Vergiftete. Vergiftungswahrscheinlichkeit. Können mich die wenigstens vergiften oder ist das jetzt hier auch nur so Pseudo? Mehr kann ich eh nicht essen, danke dafür. Ich muss rennen. Ich muss Vergiftung abrennen. Ich muss Vergiftung losrennen. Ich muss bauen, ich muss arbeiten, ich muss Tiere erledigen, ich muss sterben. Passiert nicht wirklich was. Also 60% Wahrscheinlichkeit habe ich mir aber mehr vorgestellt, meine lieben Damen und Herren. Eigentlich könnte ich das hier sogar schon erweitern, ne? Ne, kein Bock. So, ein graues Schaf. Ein graues Schaf, du bist das schwarze Schaf hier. Weißt du? Okay. Rein da. Wir brauchen noch viel mehr Kohle. Ich meine, für die Aktion reicht es auf jeden Fall, keine Frage, aber viel übrig haben hat, tun wir denn danach auch nicht mehr. Und ich weiß halt nicht, ob wir noch irgendwie hier günstig. Ich meine, hier ist überall Kohle ein bisschen, ne? Aber es ist halt immer nur so da ein bisschen, müssen wir alles abbauen und der sieht halt alles optisch scheiße aus. Apropos optisch scheiße aussehen. Eigentlich können wir auch da in diese Lücke da ein bisschen Gravel reinklatschen, oder? Erstmal hier alles rausklatschen. Oh, oh. Damit das da nicht mehr ganz so komisch hier aussieht. Das war. Ja, das war intelligent. So, das sieht. Oh. Ja, das sieht aus wie gewollt. Brauche ich ja. Du kannst rein. So. Wobei, dich packe ich aber jetzt mal gleich in den Ofen rein. So. Du kannst damit rein. So eine gelbe Pflanze hier einfach. Kannst du irgendwo hingehen, wo du nicht störst? Hier zum Beispiel. So. Okay. Ein bisschen Gammelfleisch haben wir auch wieder. Sehr schön. Das kann wenigstens nicht vergammeln. Ja. Alter, überall Schafe. Wo du hinguckst, überall Schafe. Ja. So, wir haben schon mal ein bisschen. Wie viel Stein haben wir jetzt schon? Hier ist Kobbel drin oder noch immer. So, wir haben ein bisschen Politikstein. Wir haben. Ach ja, wir hätten noch gar keinen Stein. Ja, super. Das ist ja geil. Okay, das heißt, wir fangen mal an. Den Stein da irgendwo hinzubauen. Der sollte der Boden sein. Der sollte auf die Höhe hier kommen. Und schon ist er fertig. Schon ist er leer. Eieiei. Wenn wir noch eine ganze Weile brauchen. So, hier brauchen wir nicht, weil hier kommt dann der Boden auf die nächste höhere Ebene. Danke. Das hat gut getan. So. Ich glaube, ich brauche mal noch ein paar Öfen, ne? Dauert mir ansonsten ja einfach zu lange.
So. Wie viele wollen wir bauen? Ich baue mal drei. Ja, genau, ich baue drei. Da haben wir insgesamt vier Stück. Ist wieder dunkel? Ja. So. Bam. Bam. Nein. Da. Wow, was war das gerade? Ach ja, stimmt, bei diesem Cinematic Mode hast du ja immer diesen Grafik-Glitch, dass du dich beim ins Bett gehen rumwirbelst. Warum auch immer. Seit wann ist das denn da? Der rechnet tatsächlich die Zeit weiter. Alter, wie geil ist das denn bitte? Woo! Okay, so schnell habe ich noch nie Stein gebrannt. Okay, hier aber nicht. Hier ist einfach nichts passiert. Das ist ja mal geil. Cool. Okay, das heißt, wir haben jetzt ganz viel. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 mal 6, also 30 mal dieses komische. Warum geht der Shift nicht? Diese Stone Bricks oder wie die Dinger heißen da? Das hier. Das heißt, bei 30 mal geht natürlich nicht, war klar. Ist aber nicht so schlimm, weil wir werden in der Zukunft noch für andere Sachen das brauchen. Das heißt, ich mache gleich mal ein paar mehr. So. Und dann schmeißen wir, ja genau, ein Stack hier gleich rein. Ja, schon ist die Kohle fast leer. Dann haben wir noch vier Kohle übrig oder so. Ach du Kacke. So. So, und hierauf kommt dann die Fensterscheiben. Ne? Und so haben wir noch 18 Stone Bricks über für zukünftige Projekte. Weiß man ja nie, wofür man das gebrauchen kann. Ja, wir brauchen Kohle. Wir müssen tatsächlich wieder auf eine Höhlentour gehen, um Kohle zu sammeln. Gar kein Bock. Und so viel Kohle abzwacken. Was machst du von auf dem Bett, hä? Runter da. Was meinst du? Ja, schwierig. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber uns bleibt ja auf kurz oder lang gar nichts anderes übrig. Also würde ich mal sagen. Der Scheiß kommt hier rein. Goddammit. So. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Cobblestone mit. Stöcker haben wir. Die Axt brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme sie trotzdem mit. Spitzhacken brauchen wir. Aber gar keine mehr. Das heißt, ich muss ein paar bauen. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer, ja, 4 kann ich schaden. Schwert haben wir. Komm, Schippe nehmen wir uns auch noch mit. Und dann sieht das Ganze soweit gut aus. Ja, die lassen wir hier mal langsam mal auslaufen. Ne? Nicht, dass der hier abbricht, weil außerhalb der aktiven Distanz ist. Wie auch immer man das nennt.
So. Sieht gut aus. Fackeln haben wir. Dann sollten wir bereit sein. Nahrung noch ein bisschen mitnehmen. Okay, let's go. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Höhlen finden. In die Richtung waren ein paar Höhlen, die wir da hatten. Wir könnten doch mal die noch ein bisschen erkundschaften. Schwert haben wir ja. Das heißt, die Spinnen sollten uns jetzt nicht mehr so viel tun können. Na, guck mal, da haben wir doch direkt Kohle. Alles, was das Herz begehrt. Aber hier. Wollen wir auch. Auch wenn wir das nicht gebrauchen können. Scheinbar bisher, sag ich jetzt mal. Das Problem ist, wenn wir hier bei uns in der Nähe so eine Kieselschicht haben. Dann müssen wir auch ultra aufpassen beim nach oben bauen, dass wir uns dann nicht irgendwann mal uns den ganzen Kiesel auf den Kopf rieseln lassen, ne? Das wäre nicht so geil. Ach komm, den Kupfer lasse ich erstmal liegen. Erstens rennt es nicht weg und zweitens können wir damit eh nichts anfangen derzeit. Kohle ist gerade wichtiger. Wovon wir aber zum Glück auch relativ viel bekommen gerade, ne? Oh. Also liegen lassen möchte ich es aber auch nicht. Oh, hier ist eine Kiste. Aha. Ja. Nichts Brauchbares drin. Oh. Haben wir unsere drei Eisen zurück, die wir letztens verloren haben, ne? So, hier zum Beispiel, ne? Mit dem jetzt hier so noch umbaggern. Da kann es sein, dass wir uns irgendwann hier so Kieselsteine auf den Kopf rieseln lassen. Ich meine, so wie jetzt gerade, wenn wir noch Stein über uns haben und dann irgendwo ein Feld aufbauen, wo der Kiesel runterrieselt, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn wir so eine Kieseldecke haben und dann daran bauen und uns dann gleich der gesamte Strand entgegenkommt mit allen seinen Facetten, das wäre vielleicht ein bisschen kritischer. Weil wir dann ja auch gleich lebendig begraben werden. Und sobald wir lebendig begraben werden, kriegen wir dadurch auch Schaden. Ne? Sag mal, ist da noch so ein Ding? Komm, ich brauche jetzt mal Spendnetze ab, damit ich hier langlaufen kann. Und mal ein bisschen Licht hier machen. Okay, sah aus wie als wenn hier noch ein Spinnspawner wäre. Wobei, nee, da müssen ja auch hoffenweise Spinnen rumlaufen. Das kann ja gar nicht sein. So, hier schon Kohle. Oh, hier haben wir wieder ein bisschen Kohle. Easy, gleich in der ersten Höhle unsere ganzen Sorgen getilgt. Nice. So, wo geht's da hinten lang? Achso, da geht's auch wieder raus. Genau. Ja. Wollen wir wieder weiter runter gehen? Ne, sieht sehr, sehr steil aus. Etwas zu steil. Das wäre dann ja eine Steilvorlage zum Sterben. So, das ganze Diorite können wir mal nehmen, um uns hier mal ordentlich was zu bauen. Ich kann das Werk hier weg, das Werk hier weg. So, ich kann auch einfach hier eine Treppe bauen, ne? Ich bin auch bekloppt.
So ungefähr. Ja, schon besser. Jetzt können wir hier mal schon hochlaufen. Ich mach mal hier noch weg. So, dann kommen wir jetzt hier aus allen Seiten raus. Was ist denn hier los? Hier ist ein Schatten, obwohl da gar nichts ist. Der Schatten hat wohl einen Schatten. Unsere Felder sind schon wieder fertig. Nice. So, hier ist schon wieder gerade einer krepiert. Da habe ich genau gehört. So, da war unsere Höhle, genau, die wir gerade gebaut haben. Also, naja. Gerade schon ein bisschen her. Aha! War doch klar, dass hier sowas ist. Gut, aber der Sand fällt jetzt zum Glück nicht runter. Alter. What the fuck ist... Guck mal, wie tief das da runter geht. Das könnte sogar schon sein, dass das da unten Lava ist. Okay. Ja, ich guck, das ist eine Mine. Also hier so eine, sag schon. Ich baue das jetzt mal wieder zu mit Diorite. Dann machen wir erstmal eine Folgenpause. Also nächste Folge, Folgenende. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal das Ding hier an. Das klingt sehr vielversprechend. Tatsächlich. Gefällt mir. Das kann man tatsächlich so machen. Wir könnten uns mal auch Palettern bauen, ne? Ja, nächste Folge. Alles nächste Folge. Von daher, bis dann.